Hallo, ihr Lieben, ich grüße euch zu diesem neuen Video. Hier möchte ich mal ein Zitat anbringen, und zwar von Professor Dr. Knut Löschke. Das hätte auch von mir sein können. Aber er hat die Worte sehr wohl gewählt, und deswegen kann ich das nur zu 100% unterstreichen. Professor du Knut Löschke ist Mitglied des Hochschulrates in der Universität Leipzig. Er ist Kuratoriumsmitglied des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften und er ist Aufsichtsratsvorsitzender des Universitätsklinikums Leipzig und des IT-Beratungsunternehmens Softline AG. Das Zitat: Ich habe es satt, oder um es noch klarer auszudrücken, ich habe die Schnauze voll vom permanenten und immer religiöser werdenden Klimageschwafel, von Energiewendefantasien, von Elektroautoanbetung, von Gruselgeschichten über Weltuntergangsszenarien, von Corona über Feuersbrünste bis Wetterkatastrophen. Ich kann die Leute nicht mehr ertragen, die das täglich in Mikrofone und Kameras schreien oder in Zeitungen drucken. Ich leide darunter, miterleben zu müssen, wie aus Naturwissenschaft eine Hure der Politik gemacht wird. Ich habe es satt, mir von missbrauchten, pubertierenden Kindern vorschreiben zu lassen, wofür ich mich zu schämen habe. Ich habe es satt, mir von irgendwelchen Gestörten erklären zu lassen, dass ich Schuld habe an allem und an jedem, vor allem aber als Deutscher für das frühere, das heutige und das zukünftige Elend der ganzen Welt. Ich habe es satt, dass mir religiöse und sexuelle Minderheiten, die ihr wohl verbrieften Minderheitenrechte mit pausenlosen medialen Unterstützung schamlos ausnutzen, vorschreiben wollen, was ich tun und sagen darf und was nicht. Ich habe es satt, wenn völlig übergeschnappte meine deutsche Muttersprache verhunzen und mir glauben beibringen zu müssen, wie ich mainstreamgerecht zu schreiben oder zu sprechen habe. Ich habe es satt, mitzuerleben, wie völlig Ungebildete, die ihrem Leben nichts weiter geleistet haben als das Tragen einer fremden Aktentasche, glauben, Deutschland regieren zu können. Ich kann es nicht mehr ertragen, wenn unter dem Vorwand einer bunten Gesellschaft Recht und Sicherheit dahinschwinden und man abends aus dem Hauptbahnhof kommend über Dreck, Schmutz, Obdachlose, Drogensüchte und Beschaffungskriminelle steigen muss, vorbei an vollgekrackelten Wänden. Ich möchte, dass sich in einem Land die Menschen, gleich welchen Geschlechts, welche Hautfarbe und gleich welcher Herkunft, wertgeschätzt und unterstützt werden. Die täglich mit ihren fleißigen, produktiven und wertschöpfenden Arbeit den Reichtum der ganzen Gesellschaft hervorbringen. Die Mitarbeiter in den Unternehmen, die Handwerker, die Freiberufler, die vielen engagierten und sozial handelnden Unternehmen der kleinen und mittelständischen Wirtschaft. Ich möchte, dass die Lehrer unserer Kinder, die Ärzte und Pfleger unserer Kranken und Hilfsbedürftigen die Anerkennung, die Wertschätzung und die Unterstützung erhalten, die sie täglich verdienen. Ich möchte, dass sich die Jungen und Ungestüm in den wohlgesetzten Grenzen unseres Rechtsraums austoben, aber sich auch vor ihren Eltern und Großeltern, vor den Alten und Erfahrenen verneigen, weil sie die Erschaffer ihres Wohlstandes und ihrer Freiheit sind. Soweit das Zitat von Professor Dr. Knut Löschke. So, noch eine Randbemerkung von mir. Ich habe es satt, dass ein Mediengigant wie YouTube mich zensiert. Wie in dem letzten Video, auf meinem Kanal bei YouTube 0815 wurde lediglich dargestellt, Todesanzeigen von Kindern, die offensichtlich und nachweislich an der Impfung gestorben sind. Mit der Löschung durch YouTube wurden diese Kinder ein zweites Mal ermordet. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich wünsche euch Kraft, gegen diesen Wahnsinn anzukämpfen, mit allen Mitteln.
Ciao.